Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Scrap Mechanic! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin euer Xack und heute eine wunderschöne Zuschaueraufnahme mit dem lieben Sipsti. Hallo! Hallo! Good days! Sunglasses? Low price? Nee, nicht so gerne. Hab mir gestern nicht welche gekauft. Okay. Gut. Wir hatten ja auch schon länger keine Zuschaueraufnahme in dem Sinne, so wie sonst normalerweise. Wo du mir ein paar Sachen zeigst. Aha. Dann fange ich mal an, ne? Oha. Das ist so ein. Warte, ich entlifte den mal eben, dann erkennt man ein bisschen besser, was es wird. Okay. Also, was schätzt du erstmal so, was er kann? Ja, ich denke mal, das ist irgendwie das so ein LKW, der so einen Container hinten drauf laden kann, aber. Genau. Das sieht nach so einem Greifarm-Dingsbums aus. Ja, das soll es auch sein. Der klemmt sich dann hier in dem Container fest und dann. Alles mit den Tasten. Ja, alles mit Tasten. Okay, was müssen wir drücken? Warte mal. Welche ganz genau weiß ich auch nicht mehr. Der ist schon etwas länger her, als ich den gebaut habe. Und deswegen ist er auch nicht mit Pistons oder so. Ah, 6. Aha. So. Ah, okay, dann fängt es bei 6 an. Ich muss jetzt einfach nur so machen und ich muss nichts machen. Einmal zur Seite. Ne, du musst gleich noch was. Und zwar jetzt, glaube ich, mit der 7 runter. Aha. Jetzt kannst du eigentlich schon zugreifen. Ah, ne, der ist ja ein zu hoch. Oh. Okay. Und jetzt wieder zurück, sozusagen. Ja, und jetzt wieder nach oben. Jetzt kann es ein bisschen anfangen zu lenken gleich. Ah, ne, es geht. Ui. Oh, jetzt ist er rausgerutscht. Ne, doch nicht. Bei mir ist er gerade rausgerutscht. Aha. Oh. Ne, bei mir ist er drin. Ja, bei mir auch gerade wieder. So, und jetzt kann ich den da so drauf schmeißen. Oh, warte mal. Ja, das ist halt noch ein Problem. Wie ging der nochmal auf? Mit der 9 oder 8. Also ich kann eben nachgucken. Ach, muss das unten sein, damit es aufgeht? Mit der 9. Nee, muss es nicht. Jetzt hilfst du wieder an. Ja, ich drück die 9, aber es passiert. Ah, jetzt! Ah, das braucht nur kurz. Ja, und jetzt kannst du eigentlich, aber das brauchst du jetzt gar nicht, mit der 0 kann man dann den Anhänger nochmal an die Seite drücken, aber das geht ja jetzt gar nicht, weil der ein bisschen aufliegt. Jetzt hängt er da. Oh, für mich ist er wieder runtergefallen. Noch ist er drauf. Oh, jetzt habe ich ihn verloren. Oh. Oh, es fängt auch bei mir ein bisschen an zu laggen. Der LKW erinnert mich ein bisschen an ADAC. Oh, man kann ihn wieder aufstellen. Schau mal, wenn ich lang genug so mache. Achtung. Bist du bei und hab. Bei mir stehst du die ganze Zeit rum. Echt? Bei mir backst du in dem Container. Oh. Oder in dem. Oh, ja. Oh, na gut, ich lade ihn mal auf. Vielleicht geht's dann ja wieder. So. Ah ja, jetzt geht's wieder. Ah, da ganz hinten. Ja, ich habe mich gewundert, wo du dich rumtreibst. Aber hab mir schon gedacht, ich bin wahrscheinlich sonst wo bei dir. Ja, ja, das war auch so. Schöner Truck, auch die Idee ist gut. Ich habe da auch mal letztens irgendwas gesehen, der hat so einen LKW gehabt mit so Mülldingern. Wollte ich ja auch schon immer mal machen, so ein Mülllaster, wo man dann die Mülleimer packen kann und dann so reinkippen kann. Also wirklich voll cool, habe ich mir auch gedacht. Nicht schlecht. So. Das habe ich dir schon mal gezeigt, aber das hast du, glaube ich, noch gar nicht ausgetestet. Alleine nicht zumindest. So richtig, ja. Rodeo-Reiten! Genau. Das Problem ist, nach einer Zeit hängt er sich fest und ja, dann Ende. So. So, ich starte dann mal die ganze Sache. Da, 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 da. Oh. Das bleibt, also das ist aber nicht so schwer, da drauf zu bleiben. Ich hatte ja auch mal eins, aber das sah nicht so cool aus wie deins. Also, bei dir erkennt man wenigstens den Bullen. Ja, das Problem ist einfach, es dreht sich nicht schnell genug, weil ich das ja mit Controllern gemacht habe. Ja. Ich glaube, mit Motoren wäre das besser. Oh, da bist du runtergefallen. Und ach, jetzt gleich hängt er sich fest, das sieht man ja jetzt schon, weil er zu weit runter geht. Weil ich da irgendwie was falsch eingestellt hatte, aber... Ja, nicht schlecht. Da, ja. Jetzt hängt er. Nee, doch noch nicht. Sieht aber cool aus, ja. Ich
Ich glaube, man kann den nicht weghauen. Aber ein Versuch ist es immer noch wert, ne? Das stimmt. Ich lift ihn dann wieder, weil das ist ja auch nicht so spannend, sag ich jetzt mal. Ja, aber coole Idee. Du hast also vorher von dem Container-Dingens da, den ich gezeigt habe, da habe ich einen Wagen rausgebaut, also einen Van. Mhm. Den habe ich danach nochmal so zu einem Feuerwehr und zur Polizei und so alles umgefärbt. Aha. Und da habe ich ein paar. Ach, das ist der LKW. Personen. Genau, das ist der gerade das war, nur jetzt halt hinten mit Fracht. Das ist ja cool. Ja, der lässt sich auch gleich fahren und so alles eigentlich. War der nicht größer? Der sah viel größer aus. Nee, ja, das war wahrscheinlich in dem Arm. Nein. Wahrscheinlich. Ja, schick. Miep, miep. Ah, da kann man eigentlich auch schnell umkippen, wie man gerade gesehen hat. Umgekippt. So. Mach ich täglich umfallen. Und jetzt sieht man halt auch, warte. Da habe ich das jetzt noch nicht so richtig nachgeguckt. Jetzt sieht man hier unten einfach die ganze Technik. Boah, das ist aber echt übel. Ja, ich habe halt irgendwie auch viel Schwachsinn damit eingebaut, was man gar nicht braucht. Ja, krass. Ja, nicht schlecht. Ah, du hast Blinker mit Sensoren hier gemacht, aha. Ja, das war noch ein bisschen älter her. Ja, habe ich mich schon fast gedacht, ja. Ja, cool. Aber schick, schick, schick. Schöner Van. Und den hast du jetzt auch nochmal als Feuerwehrwagen. Also als Feuerwehrwagen, genau. Warte, der sieht so aus in etwa. Ja. Oh. Und der hat halt an der Seite halt so ein oder zwei, hinten noch ein Kreuz drauf. Und dann ist da halt so eine Liege, soll das drin sein. Aha. Nee, hier war keine Liege, das war ein Krankenwagen. Das ach, das gibt auch noch als Krankenwagen, ja, Wahnsinn. Ja. Hat er Sirenen? Sirenen nicht. Aber Blinklicht. Also, ah, sieht doch cool aus. Genau. Bing, 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 bing. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Klassisches Rot mit weißen Signalfarben. Und ich glaube, den habe ich dann auch zuerst von den ganzen gebaut. Also nach dem schwarzen Van, den ich vorher gezeigt habe, weil das war der Standard, den ich erst gebaut habe. Ja. Und dann kam jetzt der von der Feuerwehr. Dann kam, glaube ich, der von der Polizei und immer so weiter. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Welchen willst du zuerst, den Feuerwehr oder Krankenwagen? Krankenwagen. Feuerwehr hatten wir gerade. Ich meine Polizei oder Krankenwagen. Dann Polizei. Erstmal versprochen hier. Ah, im neuen Look. Blau, grau. Ist halt einfach immer noch der gleiche Van. Das ist halt gleich geblieben alles. Ah. Sonst. Hinten ist, glaube ich, auch noch alles gleich. Ja, genau. Ja. Ja, schick. Erkennt man. Boah, im Krankenwagen-Van ist halt hinten nur so eine Liege. Kann ich dir auch noch einen zeigen. Und er hat ein schönes Kreuz. Ja, ein Kreuz. Ja, das sieht nett aus. Ah, oh. Mit den Glasseiten finde ich cool. Na, jetzt ist ja so eine Liege drin. Mhm. Okay. Ja, abgesehen von dem LKW mit dem Aufladen, finde ich den hier am besten. Der sieht irgendwie cool aus. Yay. Den Kreuz ins Glas rein, das finde ich eine gute Idee. Hat was. Ich gucke gerade, ob ich noch eine Version davon habe, aber scheint's für mich. Da, 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 da. Nee, habe ich keinen mehr. Okay. Ja, das sind ja auch eh schon viele Versionen. Und dann ist das so eine Art Sprinter, oder? Wahrscheinlich dann. Genau. Und hier habe ich dann noch so einen LKW gebaut, auch in diesem Look, aber halt anders auf jeden Fall, so ein bisschen. Mhm. Also leider kein Anhänger, weil das wird viel zu viel laggen, glaube ich. Wahrscheinlich. Wie kommt man da rein? Hier hinter dem Reifen ist ein Knopf. Oder ein Schalter. Ah, da. Ganz gut versteckt. Und wenn du schon siehst, hier bei den Reifen ist hier halt sowas noch mit einem Controller gemacht worden. Ja, was ist das? Ist der so ein bisschen höher, damit der nicht... Ach so, dass das sowieso wie ein Trittbrett aussieht. Auf dem Reifen drauf liegt, so. Ah, cool. Auch mal rein, so.
immer schön die Tür schließen. Ach, das hast du hinten auch so gemacht. Das ist ja cool. Interessante Idee. Das kriegt man verschiedene Ebenen hin, ohne Mods zu benutzen. Ja. Aber erstmal war ich da die ganze Zeit überlegen, wie soll ich das jetzt machen? Ja. Was ist eigentlich mit den hinteren Reifen los? Das weiß ich gerade auch nicht. Die sind, glaube ich, ein bisschen sehr schnell eingestellt. Warte mal ganz kurz. Ja, die in der Mitte, die Achse, die ist irgendwie so weit oben oder so. Ich drehe voll durch. Ich glaube, wenn schon ist was in den Motoren anders. Warte, ich baue mich mal einfach rein. Oh, jetzt bin ich hier oben draußen rausgekommen. Also da kann ich ja von oben reingucken, wie mit. Seltsam. So. Ach ja, hier sind beide Motoren. Der eine ist. Ne, beide sind gleich schnell. Komisch. Die drehen so durch. Ja, die. Ganz komisch. Als wenn die irgendwie in der Luft wären, aber sind sie ja nicht. Oder hängen die hier oben vielleicht. Warte mal ganz kurz. Ich baue mir hier ein bisschen was ab. Ah ne, dann hängen die ja immer noch fest. Ne, doch nicht. Jetzt müssten die. Oh. Ups. Nee. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Komisch. Und ich glaube, die Reifen sind ab. Ich glaube, ich habe die gerade komplett abgemacht. Ja, habe ich. Echt? Ups. Ja, guck. Oh. Fährt immer noch gut. Wundert mich ja irgendwie. Nein. Nettes okay, Spielzeug. Das wundert mich ja. Ja. Seltsam. Dann löschen wir auch mal. Und weg ist er. Ich weiß nicht, ich glaube, die habe ich das noch nicht gezeigt. Oha. Oh, wo ist mein Lift? Das sieht ja krass aus. Wahnsinn. Xaro. Versuch was wert. Was ist das? Oh mein Gott. Wie geil. Also hier hinten ist halt so, ja, du musst schon drücken. So für eine Reise halt, so ein bisschen Wasser, ein paar Kisten. Eine schräge Kiste liegt auch drin. Aha. Sieht aus wie so ein Tuk-Tuk. Ja, das soll auch sowas sein, so halt so ein kleiner Camper, sag ich mal. Ha, wie lustig. Der fällt auch sehr gerne schnell um. Ich war auf zwei Rädern. Ja, das ist ein bisschen. Und nicht mehr lange. Oh, bei mir hast du mich gerade überfahren. Oh Mann, ich will dich unbedingt umkicken. Habe ich da mal einen Stabilisator reingebaut? Ich glaube anscheinend schon. Ich fahre auf zwei Rädern. Und ich komme dir nicht mehr langsam hinterher. Oh. Aber noch schaffe ich's. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass da ein Stabilisator drin ist. Ja. Und ist ein Stabi drin? Hm. Ja, anscheinend schon, weil sonst wird er auf jeden Fall. Ja, stimmt, sonst würde er schneller fallen, ja. Dann warte, dann müsste er ja hier oben drin sein. Irgendwo, weil hier oben ist alle Mechanik. Aha. Über den Raum. Das sieht man ja gleich. Nö. Nee. Anscheinend wohl nicht. Nö, hast keinen. Okay. Doch, da, da. Da ist er. Ah, da sind sie. Da haben sie sich versteckt. Auch. Lustiges Fahrzeug, sieht lustig aus. Cool. Oder liegt ein Schalter an. Ein kleiner Camper. Ja, muss da auch mal sein. Natürlich, Camper muss sein. Auf jeden Fall. Dann habe ich hier so einen kleinen ferngesteuerten Truck. Der wäre was für Mini City gewesen. Ja.
Ich wusste nicht, ob der das jetzt so aushält oder ob nicht, leider. Deswegen. Weil er schon so. Also, Technik hat er. Also, der hat zwei Controller halt mit jeweils. Warte. Hier hat er 6 Verbindung und in dem anderen hat er. Auch 6, ja. Aber lenken kann er nicht, oder? Nee, leider nicht. Oh nein, ich werde ja gleich überfahren. Das sieht cool aus. Gefällt mir. Oh! Du Wahnsinniger! Der ist fies zu mir. Oh. Wer ist fies zu dir? Der Truck. Das kann gar nicht sein. Bei mir fliegt er gerade wieder durch die Luft, so wie alles immer. Und jetzt liegt er da ganz normal. Okay, bitte. Dieser Truck gefällt mir. I like. Ja. Dann habe ich hier noch so ein. So ein Roller. Sag ich einfach mal zu. Ich bin Omi. Oh. Omi fährt mit dem Roller. Roller, Roller, Roller. Das Problem ist halt einfach, schneller geht das nicht mit so einem Controller. Ja, Omis dürfen eh nicht so schnell fahren. Ja, und das. Aber da kommt bestimmt jeden Berg hoch. Ja, auf jeden Fall. Brumm, brumm, oh, mich hat gerade eine Schnecke überholt. Hey, man kann den sogar zum Offroad machen. Zack, zack. Ja, eigentlich zack. Schon, ne? So, jetzt ist ein Quad. Oh, 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 nicht schlecht. Ja. Haha. Oh, mich hat ein Sips überholt. Oh, was ein Zufall. Hey, man kann sogar noch größere Reifen dran machen. Ja, hinter den kleinen Reifen nochmal große Reifen oder direkt große Reifen, ne? Ja, genau. Anders passt nicht ganz. Es passt nicht ganz. Dann wird's halt. Warte, aber ich habe eine andere Idee. Warte mal ganz kurz, ich habe eine bessere Idee, wie das geht. So natürlich, das wird natürlich auch gehen, dann werden die sich zwar ein bisschen selber mitdrehen, aber das ist ja nicht schlimm. Die werden sich jetzt sehr lieb haben, die Reifen. Und das glaube ich auch. Oh, okay, jetzt hängt schon. Oh mein Gott. Oh. Oha. Ja, Omi kommt an ihr Ziel an, das ist das Wichtigste. Ja, Hauptsache wird, ne? Ja. Mehr ist dabei auch nicht wichtig. Nein. Wie sie ankommt, ist wurscht. Hauptsache in einem Stück. Und hier habe ich nochmal so ein Schild von mir gebaut. Mit meinem Namen drauf, auf der anderen Seite. Ah. Ja, auch nicht. Sie kann man aber nicht so gut erkennen, weil es ist etwas schwierig, ja. Das könnte so eine typische, wie heißt denn? Capture-Text sein. Wo man so eintippen muss. Sind sie kein Computer? Ja, A, G, I, F, D. Ja. Heieiei. Nur, dass es 04 heißt. Und jetzt kommt die Show. Mhm. Auf der einen Seite Xarak, auf der anderen Xialin. Yay. Party! Steht stabil. Ja. Oh, das teste ich jetzt noch genauer. Warte. So. Mit was fährst du dagegen? Schneefahrzeug. Oder... Ah, okay. Ja. Ich wollte jetzt kein Flugzeug nehmen, sonst sagt jemand, ich mache den World Trade Center kaputt oder so. Ja, okay. Ich glaube, das wird gleich ein bisschen laggen, weil es am Prall. Oh, geht sogar noch. Und nochmal. Ich muss Blinker und alles so anmachen. Nee. Wumm! Noch steht er sogar stabil. Oh, Wahnsinn. Wunder mich irgendwie. Ich nehme jetzt mal richtig Anlauf. So. Ich glaube, ich muss ihn in dem richtigen Moment erwischen. Wenn der Schritt so steht. Und... BAM! Ja! Oh ja, 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 ja. Jetzt fällt er. Aus dem Weg! BAM! Er hat dich ein bisschen getroffen, oder? Ein bisschen. Aber Unimog stabil. Ja.
Brumm. Guter Unimog. Guter alter Unimog. Oh ja. So, wo ist denn jetzt hier das nächste? Wenn ich das jetzt da. Und zwar habe ich mir hier so einen kleinen Lift mal gebaut, damit ich mal ein bisschen besser an die Bausachen rankomme. Das Problem ist einfach, ich bin nicht so der Beste in sowas. Das macht doch nichts. Muss man nicht. Weil wenn man dann einmal drückt, warum fährt der weg? Ach ja. Mal guck, so fährt sich eine Treppe aus. Ah. Aber das ist nicht mit Pistons, ja? Nicht mit Pistons. Und dann kann man sich halt leider nur ganz hoch fahren, weil ich da noch nicht wusste, dass man nur einzelne Etappen fahren kann. Da natürlich einen schönen Blinker noch. Muss natürlich auch für die Straße. Ja, natürlich. Also. Jetzt kann man hier in der Höhe bauen, das ist gut. Ja, und man kann sogar noch fahren. Warte, jetzt gebe ich um. Oh, nice. Warte, hier habe ich es nicht mal geschafft. Nee, ich glaube, ich habe da auch einen Stabilisator dran gebaut, damit er nicht umkippt. Oh, doch, doch. Hä? Alter. Wir wohnen ein bisschen schwer. Kann das stimmen? Könnte sein. Oh. Geht. Okay, die Reifen drehen durch. Oh, oh. Was passiert da? Bam! Habe ich ihn gerade nicht gelüftet? Oh. Nö, er fährt weg. Egal. Auf nimmer Wiedersehen, er geht jetzt in den Lifthimmel. Tschüss. Er liftet sich in den Himmel. Oh, wir sind an der Wand fast. Da hängt er. Oh. Ah ja. Ich habe auch mal sowas gebaut, einfach nur. Xarok? Ja. Wie willst du mir das bitte erklären? Weiß ich noch nicht. Ich merke das schon. Kann gar nicht sein. Haha. Oh Mist. Und zwar einfach nur mal so als Spaß. Oh! Gebaut. Sieht nach einer Schatztruhe aus. Ja, ich hatte da einfach keinen Grund für. Ich dachte mir einfach, okay, ich baue mal was. Und dann, ja, ist das dabei entstanden. Süß. Yay. Am besten ist es immer noch, warte. Jetzt kommt's, passt auf. Ich muss hier noch ein paar Blöcke holen. Oh. Wenn man das. Ach, warum kann ich das nicht anschweißen in den Boden? Was meinst du? Oh, es fliegt ja weg. Was hast du jetzt gemacht? Oh, da ist ja auf einmal ein Truster dran. Komisch. Wer war das denn? Oh, jetzt starten. Brauchen wir noch. Oh. Er will starten, okay, warte. Ja, wir müssen den erst umschmeißen, bevor du den dran machen kannst. So. Haben wir einen Thruster dran? Warte aufstellen. Oh, ein paar mehr sogar. Das wird hart. Das wird. So. Das tut weh. Jetzt haben wir eine Mini-Rakete. Eine kleine Mini-Schatztruhe. Warte, davor sollten wir den noch entlüften. Das wäre vielleicht gut, ja. So. Thruster auf voll einstellen? Genau, volle Power! Ja, ohne das geht das ja nicht. Also. Nee. Ladies and Gentlemen, ready for state up? Three. Etwas früher. Oh, der fliegt gut. Also, ich habe mich ein bisschen erschrocken, wenn ich da drin sitzen würde. Wenn da so 3-2 kommen und dann wäre ich zurückfliegt. Ja. Was passiert da? Ich will dann fliegen. Oh, es fängt. Oh. Jetzt hängt an der Wand. Och, nee. Och, Manu. Ja. Das hat Spaß gemacht. Ah ja, genau. Das hier ist auch noch so eine Art vom Van. Also, der Containerheber. Und das ist jetzt noch so eine Art. Du stehst drauf. Oh, Entschuldigung. Das bringt nichts. Ja, ich weiß nicht. Dein Fahrzeug macht Purzelbäume. Ganz komisch. Aber schau es dir am besten selbst an. Dann musst du gleich nochmal online gehen. Ja, ich bin online. Ich betrete. Und offline. Also es ist jetzt sehr weit weg, das Fahrzeug. Aber man sieht's. Und ich hab's auch aufgenommen. So, jetzt ist es gleich weg. Warte, ich fang's mal ein. Macht das mal noch Purzelbäume oder wie ist das? Ja, es macht wunderschöne Purzelbäume. Okay. Ich bin da. Oh. Wo ist es? Oh,
Warum? Warte, ich will mitfahren. Aber warum macht das jetzt auf einmal kurze Bäume? Ja, weiß ich warum nicht. Warum renne ich so weit? Warum heiße ich Manuel Neuer? Gute Frage. Sitzt du im Auto? Nein, noch nicht. Ach so. Hä? Jetzt ist es auf einmal da, gerade eben was. Ja, ich wollte gerade sagen, wie läufst du denn da rum? Wenn ich jetzt in der Nähe des Wagens... Ja, jetzt sitzt du auch drin. Ich sitze. Ja, ich sitze aber nicht mehr. So, jetzt. Oh, du bist ausgestiegen. In welche Richtung bist du? Ach, da. Okay, man sitzt direkt. Es dreht sich noch weiter. Gleich fährt die Wand hoch. Hey, du siehst es noch? Ja, ganz leicht sieht man das noch. So ein bisschen im Schatten. Ich sehe es nicht. So ein bisschen weiter links musst du. So, wir sind eh schon so ziemlich am Ende, lieber Sipst. Ja, ich würde sagen, wir beenden das und suchen diesen schönen LKW. Und ja, demnächst gibt's dann die Fortsetzung, liebe Leute. Also einschalten. Bis dann, euer Xaro und Sipst. Tschüss. Ciao.